Hey, erstmal vielen, vielen Dank für das überwiegend positive Feedback zu meinem ersten Real Talk Video. Das hat mich ja wirklich sehr überrascht und auch etwas überfordert. Ich hatte eben beim Hochladen des Videos jetzt keinen Hintergedanken und hatte auch eher mit derben Sprüchen gerechnet. Und sorry vorab, dass jetzt wieder so ein etwas ernsteres Video von mir kommt. Ich weiß, normalerweise kennt man meine lustige Seite, aber ich habe immer noch eine zweite Seite, eine ja extrem nachdenkliche und selbstkritische Seite, die eben gerade in den letzten Tagen und Wochen zunehmend auch in den Vordergrund rückt. Ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist es einfach die Jahreszeit oder das Wetter, aber ich bin halt in letzter Zeit ja etwas melancholischer und nachdenklicher als sonst. Jetzt aber zu diesem Video, und zwar geht es in diesem Video grob gesagt ja um das Thema Mannsein. Und eben um diese typischen Vorstellungen von wem auch immer, wie ein Mann sein muss. Und vor allem aber auch über meine persönlichen Erfahrungen damit. Ich muss gestehen, mir fällt dieses Video mindestens genauso schwer wie das erste Real Talk Video, weil es eben ein Thema behandelt, das mich in letzter Zeit wieder sehr beschäftigt hat. Es heißt immer so, ja, Männer reden den ganzen Tag von Fußball, Titten und Ärschen, Frauen dagegen von Schminke, Handtaschen und Schuhen. Klar, wir wurden so erzogen, dass wir zwischen Männern und Frauen unterscheiden, aber ich kann halt immer nicht ganz verstehen, wenn dann so eine Riesendiskussion aufkommt, nur weil ja ein Junge mal einen Bock hat, ein Kleid zu tragen. Ich meine, warum werden Frauen, die Bock haben, auf Caps, auf Kurzhaarfrisuren, weite Klamotten und im Autoschrauben gleich von manchen oder auch vielleicht von mehreren sogar als Lesben abgestempelt? Und warum sind Männer, die eben Parfüm tragen, die kein Interesse an Fußball haben und nicht eben pausenlos über irgendwelche Frauenärsche reden, gleich schwul oder anders? Ich meine, was heißt überhaupt normal oder typisch und was heißt dagegen anders? Wann beginnt anders? Die Leute, die mich privat ein wenig kennen oder schon mal erlebt haben, werden schon festgestellt haben, dass ich eben nicht der Typ bin, der in seiner Freizeit gerne kickt, der pausenlos über irgendwelche Frauenärsche redet oder auch Ahnung von Autos hat. Das war ich halt noch nie und werde ich auch wahrscheinlich nie sein. In dieser Hinsicht bin ich dann wohl anders. Ich interessiere mich halt eher für Tennis, für Wintersport, für Motorsport. Bei mir hat man manchmal den Eindruck, ich hätte eine ganze Parfümflasche über mich ergossen und ja, ich nehme auch gerne den einen oder anderen Blick in den Spiegel mit und ja, ich bringe auch so viel Ironie mit, dass ich manchmal gar nicht selbst weiß, ob ich das jetzt ernst gemeint habe oder nicht. Aber das ist halt schon länger so. Ja, in meiner Vergangenheit haben mich eben ja meine etwas andere Art und ja auch meine eigenen individuellen Marotten halt gerade in der Schulzeit öfters mal zum Mobbingopfer gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich ja ein halbes Mädchen genannt wurde oder dass manchmal in Großbuchstaben das Wort Homo auf meinem Schultisch stand oder an den einen Tag, wo ich eben ja wo ein älterer Mitschüler eben einen Duplo-Riegel im Mund hatte, den wieder zurück in das Papier gespuckt hat, dann zwischen seinen Beinen direkt am Schwanz und an den Eiern eben rieb und mir anbot und dann sagte, hier, darauf stehst du doch, das schmeckt nach Eichel. Oder eben an den einen Tag, wo ein anderer Mitschüler mich immer mit den Worten rief, Pitbull, bitte beiß mir nicht meinen Schwanz ab, dran lutschen kannst du, aber bitte nicht abbeißen. Ich meine, klar, das war eine andere Phase, das war auch die Pubertät und klar, fast jeder wurde wegen irgendetwas gemobbt. Sei es, weil man irgendwie zu dick war, man war zu dünn, man war zu groß, zu klein und hatte zu große Ohren oder, oder. Aber halt wegen der eigenen Persönlichkeit von anderen Jungs so fertig gemacht zu werden, ist halt echt hart. Ich meine, das verletzt eben nachhaltig. Das tut auch mehr weh, als man nach außen hin zeigt und das prägt auch. Ich in meinem Fall habe mir dann eben ja eine relativ raue Schale angeeignet, um mich eben ja vor diesen Verletzungen zu schützen. Vor allem aber habe ich eben über die Jahre hinweg so ein generelles Misstrauen gegenüber anderen Männern entwickelt. Ja, und dieses fehlende Vertrauen rührt nicht nur aus diesen negativen Erfahrungen mit anderen Jungs, sondern eben auch so ein bisschen
kommt das auch von meiner Erziehung. Dazu muss ich eben sagen, dass ich ohne Vater aufgewachsen bin. Ich bin halt in Anführungsstrichen nur mit meiner Mutter und einer von meinen beiden Schwestern aufgewachsen. Ich war auch ständig von irgendwelchen Frauen umgeben. Entweder waren es die Freundinnen meiner Mutter oder eben die Freundinnen meiner Schwester. Über meinen Vater dagegen weiß ich halt gar nichts. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wo er wohnt, ob er überhaupt noch lebt, ob ich ihm ähnlich sehe oder warum ich ihm eigentlich scheißegal bin. Mir fehlt halt einfach in meiner Kindheit und auch in meiner Erziehung generell so diese männliche, typische Leitfigur. Dieser männliche Part, an dem ich mich eben orientieren konnte und den ich auch um Rat fragen konnte. Und natürlich schmerzt es auch bis heute noch, eben zu wissen, dass der eigene Vater halt so null Interesse an dein Leben hat und an deine Persönlichkeit, was aus dir überhaupt geworden ist. Jedenfalls sorgt dieses ja generelle Misstrauen gegenüber anderen Kerlen eben dafür, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, Kontakt zu anderen Typen aufzunehmen, mich eben zu öffnen und halt ja einfach was preiszugeben von mir. Und gerade deswegen habe ich auch eigentlich halt fast nur weibliche Freunde, weil eben Frauen oder Mädchen haben sich eben nie an meiner Art oder auch in meiner Figur, Stichwort ja Dehnungsstreifen und kleine Männerbrüste aus dem letzten Video, gestört. Und gerade dann ist es halt für mich ein relativ großer Schritt, wenn ich mal auf einen Typen zugehe und sage, hey, lass mal privat ein bisschen mehr hängen. Das ist halt für mich wirklich ein ja, großes, großes Zeichen. Ja, und nochmal zurückzukommen zu meiner Frage, was eigentlich anders ist. Letztendlich ist anders nur ein Synonym für unterschiedlich und abweichend. Anders sein heißt nicht, dass du schlechter oder besser bist. Anders sein ist mittlerweile schon wieder normal, weil halt jeder seine individuelle Eigenart hat, die ihn halt ausmacht. Und rückblickend macht es auch gar keinen Sinn, das Wort Homo als Beleidigung aufzufassen, weil es halt wirklich traurig ist, wenn manche Menschen diese sexuelle Orientierung nehmen und verwenden mit der Intention, andere in irgendeiner Art und Weise zu verletzen. Ich habe halt noch nie wirklich verstanden und werde auch, glaube ich, nie verstehen, was es mit diesem Schwulsein so auf sich hat, das andere Menschen so irritiert. Und warum eben das Wort Homo bei manchen oder vielleicht auch sogar mehreren Menschen ja so eine negative Konnotation hat. Ich meine, auf mich trifft das Wort Homo nicht zu, weil ich nicht homosexuell bin, aber wenn ich es wäre, würde ich es, glaube ich, niemals als Beleidigung auffassen, weil dann kann man ja alles beleidigend, abwertend sagen. Kann man sagen, ey, du Hetero, du Mensch, du Wesen. Und wenn wir dann so weit sind, wo soll das alles noch hinführen? Ich kann auch nachvollziehen, dass jetzt die wenigsten verstehen werden, warum ich wieder so ein augenscheinlich privates Thema öffentlich anspreche. Ich möchte mich auch mit diesem Video jetzt nicht für meine Art oder für meinen Charakter rechtfertigen. Für mich ist dieses Video genau wie das erste Real Talk Video eben eine Möglichkeit, ja andere Menschen näher an mich heranzulassen, mich etwas zu öffnen und einfach ein Stück mehr zu zeigen, wer ich wirklich bin. Dass ich eben nicht immer dieser sarkastische, lustige, ironische Typ bin, sondern eben auch noch andere Seiten an mir habe, die ich eben nicht allzu oft nach außen hin zeige. Und es fühlte sich einfach richtig an. Darüber hinaus möchte ich einfach ja, zum Nachdenken anregen und denjenigen Mut machen, die vielleicht genauso wie ich Tage haben, an denen sie richtig down sind und sich wirklich fragen, hey, was läuft bei mir falsch? Warum bin ich so augenscheinlich anders als die anderen? Es ist halt völlig okay, diese Momente und Tage zu haben, und die gehen auch wieder vorbei. Wenn ich halt Tage habe, an denen ich halt richtig down bin, realisiere ich relativ schnell, dass es eben auch Menschen gibt, die mich gerade so mögen, wie ich bin. Die mögen mich gerade wegen meiner Art und wegen meiner Persönlichkeit. Ja, jedenfalls bin auch letztendlich ich auch nur ein Mensch mit all meinen Macken. Klar, ich bin jetzt vielleicht etwas sensibler und habe ja die ein oder andere eher frauentypische Charaktereigenschaft mehr als der Durchschnittsmann, aber das rührt eben auch aus meiner Vergangenheit. Und bevor man irgendwelche voreiligen Schlüsse zieht und dann über mich urteilt, sollte man eben erstmal sich die Zeit nehmen, mich näher kennenzulernen und um herauszufinden, warum ich so bin, wie ich bin. Es ist einfach wichtig,
am Ende des Tages man selbst zu sein und sich eben nicht zu verstellen für niemanden auf der ganzen Welt. Ja, das ist alles. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und ja, für die Zeit im Allgemeinen. Danke. Ciao.